Dieser Film enthält Szenen, die unter gar keinen Umständen von Leuten mit Herzproblemen gesehen werden sollten oder von Leuten, die psychisch labil sind. Hey Leute, ich bin Chucky. Ich hab David umgebracht. Endlich ist der Typ weg. Denn heute sprechen wir über ein Thema, das kann nur ich besprechen. Wir reden nämlich über Horrorfilme. Aber nicht über irgendwelche Horrorfilme, sondern über B, wie Body Horror. Und falls ihr nicht wisst, was das ist, dann erkläre ich euch das. Wow, Unschärfe. Oh, ist er. So, jetzt gibt's hier oben Ruhe. Und wir kommen zu unserem heutigen Thema, nämlich B, wie Body Horror. Aber bevor wir da ankommen, machen wir erstmal einen kleinen Ausflug ungefähr 100 Jahre zurück zum Anfang des Horrorfilms. Denn der ist ungefähr so alt wie das Kino selbst. 1910 gab es mit Frankenstein einen der allerersten Horrorfilme. Damals sah das noch so aus, schwarz-weiß, und alle sind dann so gelaufen und es war super gruselig, weil die Musik hat auch so geklungen. Und am Ende waren dann da Fledermäuse. Überall Fledermäuse, die so reingekommen sind. Olli, mach CGI-Fledermäuse rein ins Bild, ne? Mach eine. Habt ihr gesehen? Ja, das findet heute keiner mehr wirklich gruselig, aber der Horrorfilm hat sich ja auch weiterentwickelt, um Grenzen auszuloten und immer neue Wege zu finden, um dem Publikum Schrecken einzujagen. Ganz am Anfang waren da natürlich die Monster. Gab da zum Beispiel die Aliens. Dann gab es die Riesenspinnen, die Riesenameisen, die Riesentomaten, die Mumien, die Werwölfe, die Glipper-Dinger, die alles aufgegessen haben, Monster halt. Und wenn die Monster alleine nicht gereicht haben, dann haben sich die Macher auch immer wieder neue Dinge ausgedacht, um das Publikum auf andere Weise zum Gruseln zu bringen. Nämlich manchmal sogar durch Marketing-Gags. Einer der ersten Marketing-Gags, die je erfunden wurden und tatsächlich auch eine meiner Lieblingsanekdoten, ist die vom Film Macabre. Der ist 1958 ins Kino gekommen, war schwarz-weiß und eigentlich auch gar nicht so gut. Aber die Macher haben sich trotzdem gedacht, so scheißen wir drauf. Wir tun einfach so, als wäre unser Film so gruselig, dass die Leute auf jeden Fall vor Angst darin sterben. Es gab tatsächlich diese Werbespots, die im Fernsehen damals gelaufen sind. In denen wurde gesagt, dass dieser Film so wahnsinnig gruselig ist, dass es eine Lebensversicherung gibt. Jeder Zuschauer bekommt 1.000 Euro gutgeschrieben und würde er tatsächlich sterben vor Angst im Kino, dann bekommt er die 1.000 Euro hinterher in die Hand. The life of everyone in this theater will be insured by Lloyd's of London. $1,000 against death by fright. Ich habe tatsächlich geguckt, es gibt keinen nachweisbaren Fall, wo jemand die $1,000 tatsächlich eingestrichen hätte, aber dann hätte er wahrscheinlich eh nicht davon erzählen können. Das Horrorkino hat sich danach aber weiterentwickelt über die Zeit, und zwar hauptsächlich dadurch, dass es sich in Unterklassen entwickelt hat. Mittlerweile gibt es um die 40 bis 50 Subgenres, und damit ist der Horrorfilm ganz klar einsamer Spitzenreiter, wenn es darum geht, in einem Filmgenre nochmal Unterkategorien aufzumachen. Ihr kennt sicherlich den Zombie-Film oder den Werwolf. 1963 erfand Herschel Gordon Lewis den Splatter-Film, in dem es dann tatsächlich nur noch darum geht, dass Blut und Eingeweide durch die Gegend fliegen oder Leute darin ausrutschen. Ich würde wetten, dass ihr von vielen dieser Genres schon gehört habt, wie zum Beispiel dem Slasher-Film. Der Slasher-Film ist der, wo irgendein Killer durch die Gegend rennt und dann eine Maske aufhat, meistens ein Messer in der Hand hat und Teenager absticht. Und das funktioniert sogar nach einem eigenen Regelwerk, in dem es eigene Begriffe gibt, wie zum Beispiel das Final Girl. Falls ihr wissen wollt, was das zum Beispiel ist oder andere Regeln erklärt haben möchtet, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Es gibt da nämlich eine ganze Reihe an Dingen, die ich euch dann noch hier beim Film-ABC erklären könnte. Der Urvater des Slasher-Films kam tatsächlich 1978 in die Kinos. Das war John Carpenters Halloween, wo Michael Myers irgendwo in der Ecke steht und darauf wartet, dass ihm ein Opfer in sein Messer rennt. Und genau dieser Film kommt jetzt nochmal zurück in die Kinos. Nicht der Originalklassiker, sondern die offizielle Fortsetzung. Die Kenner werden jetzt sagen, aber David, gab es da nicht schon ganz viele Fortsetzungen? Ja, gab es, aber die werden jetzt alle gestrichen. Das ist nicht mehr Kanon. Das ist jetzt der offizielle zweite Teil. Jamie Lee Curtis ist auch zurück und ich glaube sogar der Originaldarsteller von Michael Myers. Falls ihr also den Urvater des Slasher-Films nochmal in modernem Gewand sehen wollt, jetzt ab Ende Oktober ist es möglich, das im Kino zu tun. Nein, bitte nicht!
Und dann gibt es zum Beispiel den Home Invasion Film. Home Invasion kommt gar nicht so sehr aus der Richtung des Horrorfilms, sondern eher aus der des Thrillers. Also ohne Monster, ohne Blut, aber mit einer Familie meistens, die in den eigenen vier Wänden von Leuten oder einem Killer besucht wird, der sie dann abmurksen will. Meistens sieht das dann so aus. Was machen Sie in meiner Küche? Och, lassen Sie sich von mir nicht stören, ich wollte eigentlich nur jemanden umbringen. Ach so. Ja, Cornflakes sind im Kühlschrank, ansonsten fühlen Sie sich wie zu Hause. Berühmte Beispiele, da sind zum Beispiel der erste Purge oder The Strangers oder You Are Next. Und dann in den 90ern, als Videokameras plötzlich auch für normale Bürger erschwinglich waren, haben sich die Regisseure gedacht, drehen wir doch mal Horrorfilme, die genau darauf anspielen, dass jetzt plötzlich jeder mit einer Videokamera durch die Gegend rennt. Und da war es geboren, das Found-Footage-Genre. Meistens sah das so aus. Das ist ein Vlog. Hier, das. Ja, den kennt jeder von euch, das ist Blair Witch Project, aber es gibt auch andere große Vertreter in diesem Genre. Es gibt zum Beispiel Rec oder Paranormal Activity, die ihr noch kennen dürftet. Und es gab ein Genre, das die wenigsten von euch vielleicht schon mal gehört haben oder gar nicht kennen, das ich euch aber gerne erklären möchte. Und damit sind wir bei unserem heutigen Buchstaben, nämlich B, wie Body Horror. Ich finde ja persönlich, dass Horrorfilme immer dann am besten sind, wenn sie nicht einfach nur in die Trick-Motten-Kiste greifen, dann die Musik leise machen, das Licht aus und dann kommt plötzlich ein Monster und erschreckt alle. Denn richtig gute Horrorfilme gehen auf eine andere, auf eine tiefere psychologische Ebene. Und das macht der Body-Horror-Film. Body-Horror, das trägt im Grunde die Herkunft schon im Namen, nämlich Körper. Und der Körper ist mit einer unserer absoluten Urängste verknüpft. Wir haben nämlich alle Angst vorm Sterben. Dieser Wille zum Überleben, der ist uns allen einprogrammiert. Und der sorgt auch dafür, dass alles, was mit dem Sterben zu tun hat, natürlich zusätzliche Angst bereitet. Zum Beispiel die Veränderung im Alter zum Beispiel. Wenn sich die Knochen nicht mehr bewegen lassen oder die Haut faltiger wird, dann macht das vielen Menschen Angst. Aber ihr kennt auch eine Angst, die sehr viel früher eintritt, nämlich in der Pubertät. Die haben wir alle durchgemacht. Eine Veränderung, gegen die wir uns gar nicht wehren können. Ja, bei Männern, die Stimme wird plötzlich anders, Haare wachsen, wo sie eigentlich nicht hingehören oder vorher nicht waren. Bei Frauen setzen Blutungen ein und vielen Kids macht das im ersten Moment wahnsinnige Angst. Und mit genau dieser Urangst spielt das Body-Horror-Genre. Jetzt werden ein paar Schlauköpfe unter euch sagen, aber David, haben Horrorfilme nicht immer irgendwas mit Tod zu tun? Dann sage ich, ja, so halb, denn nicht jeder Film hat immer mit dieser Angst vor dem Sterben bzw. mit Killern zu tun, die irgendjemanden jagen. Im Body-Horror-Genre ist aber genau diese Angst vor der Transformation, vor der schmerzhaften Veränderung des eigenen Körpers der zentrale Punkt. Ich zeige euch mal eine Szene, dann versteht ihr das wahrscheinlich gleich. Hier in American Werewolf, der vielleicht besten Verwandlungs-Werewolf-Szene, die jemals auf Film gebannt wurde, seht ihr genau, worum es geht. Ein Typ, der sich gerade in den Werwolf verwandelt, unglaubliche Schmerzen hat und der Körper macht Dinge mit ihm, die er eigentlich nicht will. Das ist klassischer Body Horror. Es gibt eine ganze Reihe von Filmen, die in diesem Genre beheimatet sind. Zum Beispiel Society von Brian Usner oder der japanische Film Tetsuo oder auch die Hellraiser-Filme haben relativ viele Elemente vom Body-Horror-Genre. Der König dieses Genres und vielleicht sogar der Begründer des Genres ist aber David Cronenberg, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, der Filme gemacht hat wie Videodrome oder wie Shivers oder wie Naked Lunch und meinen Lieblingshorrorfilm, nämlich den hier. Das ist Die Fliege, einer der faszinierend schönsten und gleichzeitig widerlichsten Filme, die ich je gesehen habe. Ich versuche jetzt gar nicht zu viel zu zeigen vom Ende, denn dann wird der Film schon so, dass ich hier ein paar Szenen nicht zeigen kann. Aber vorher gibt es eine Geschichte, die sehr menschlich ist. Seth Brundle ist ein Wissenschaftler, der Teleportation erfinden will. Und dafür hat er zwei Boxen gebaut. Von der einen will er sich in die andere rüber teleportieren, indem er sich materiell zersetzen lässt. Dummerweise ist hier drüben aber eine Fliege mit drin und beide werden hier drüben miteinander verschmolzen. Dann kommt er aber nicht als Fliege raus, sondern diese Veränderung, die passiert ganz langsam. Und zwar indem ihm Fingernägel rausfallen, das Ohr abfällt, die Haut sich verändert, Haare wachsen an Stellen, wo sie nicht hingehören. Ihr versteht irgendwie, was ich meine? I'm afraid! Don't be afraid! No. Be afraid. Be very afraid.
Das ist vielleicht der wichtigste und beste und klassischste Film des Body-Horror-Genres, wo jemand eine schlimme, krasse Veränderung durchmacht und wir als Zuschauer besonderen Ekel empfinden, weil wir denken, oh, das könnte mit unserem Körper ja vielleicht auch passieren. Dieser sehr realistische Ansatz an die Fliege, der hat damals für krasse Furore gesorgt. Denn ihr wisst es vielleicht nicht, dieser Die Fliege-Film ist eigentlich nur ein Remake von diesem Die Fliege-Film, in dem die Fliege eben noch so aussah. Sie hatte einfach einen großen, plüschigen Kopf. Das ist ja heute jetzt natürlich auch nicht mehr so gruselig. Da ist der Ansatz von David Cronenberg schon ein bisschen besser und nebenbei hat er das Body-Horror-Genre begründet. Als Erklärung möchte ich noch gleich mit anfügen, im Horror-Genre ist es nochmal ganz speziell so, gerade wenn man so viele Subgenres hat, da verschmelzen viele davon. Beispiel ist zum Beispiel American Werewolf. Der hat Body-Horror-Elemente, ist aber auch ein Werewolf-Film oder ein Monster-Film. Das heißt, kein Horrorfilm ist immer nur klassisch dieses eine Genre, sondern speist sich aus vielen anderen. Das heißt, ihr könnt meistens nicht sagen, das ist ein Body-Horror-Film und das ist nur ein Zombie-Film. Oftmals greift das ineinander. Also lasst euch da nicht bequatschen, falls euch jemand sagen will, nein, das ist kein Body-Horror-Film. Es ist manchmal mehr als das. Manchmal sind die Dinge mehr als das Auge verrät, wie bei Transformers. Ist das auch Body Horror eigentlich bei den Autobots? Ist das Body Horror bei den Transformers? Das ist eine gute Frage. Ne? Auf eine Sache möchte ich euch noch hinweisen. Gerade ist das Fantasy Filmfest, ich glaube, in einigen Städten noch am Laufen. In Berlin hier war es schon, aber möglicherweise ist es noch in eurer Stadt. Einmal pro Jahr ist das Hauptfest des Fantasy Filmfestes. Es gibt vorher meistens noch mal kleine Events, in denen ihr euch die coolsten Filme aus dem fantastischen Genre angucken könnt. Ich sage deswegen fantastisch, weil das Fantasy Filmfest nicht nur Horrorfilme zu bieten hat, sondern auch Thriller oder Science-Fiction-Filme, die super spannend zum Teil sind. Und dieses Jahr hat es ein sehr schönes Programm. Ich kann euch also empfehlen, guckt doch mal vorbei beim Fantasy Filmfest, wenn ihr so Filme wie eben aus dem Body-Horror-Genre oder vielleicht den einen oder anderen neuen Zombie-Klassiker sehen wollt, von dem ihr vielleicht noch gar nichts wisst, denn da laufen ganz viele Filme, die möglicherweise gar nicht ins Kino kommen. Der Eröffnungsfilm dieses Jahr ist zum Beispiel der neue Film mit Nicolas Cage. Der heißt Mandy und sieht so aus. So, und damit Schluss für heute mit dem Body-Horror-Genre. Wir sind wieder mit den Buchstaben ein bisschen zurückgesprungen, habt ihr vielleicht gemerkt. Wie gesagt, wenn ihr aus dem Horror-Genre Dinge erklärt haben wollt, gerne reinschreiben. Es gab Leute, die sich Red Herring gewünscht haben. Das mache ich möglicherweise beim nächsten Mal. Und P wie Pornofilm. Ja, ich verspreche es euch, den kriegt ihr auch noch. Braucht ihr nicht mehr reinschreiben, kriegt ihr alles noch. Ich bin raus. Chucky, mach's gut.